Einen wunderschönen guten Morgen vom zweiten Entladetag. Hinter mir, wie immer, meine Meal Prep Active Fry, meine Mikrowelle, die mein Brokkoli in Windeseile zubereitet und mein Frühstück in der Pfanne. Zweiter Tag, Low Carb, mehr Protein, Fette bleiben normal. Ich bin schon fleißig am Wasser trinken und freue mich jetzt auf meinen Zimt-Kaffee. Ja, heute steht ein Beintraining an. Die letzten drei Trainings waren so medium geil aufgrund von weniger Essen. Aber versuchen wir mal, das Ganze im Kopf so umzuwandeln, dass es nur Kopfsache ist, dass man eigentlich keine Power mehr hat. Obwohl das ab einem gewissen Punkt von der Prep keine Kopfsache mehr ist, sondern der Körper halt einfach wirklich von seinen letzten Reserven zehrt. Lass mir das jetzt schmecken und dann schauen wir mal, ob heute irgendwas Spannendes passiert, was ich euch in die Kamera oder auf die Kamera holen kann. So, mein Pre-Workout-Meal ist im Gange und ich trage den Pullover immer noch. Ich liebe ihn. Deswegen nicht wundern, warum ich immer noch den Pullover anhab. Und zwar will ich euch zeigen, ich mache hier gerade meine Reisflocken. Und zwar mische ich da immer zwei verschiedene. Einmal ein Reismehl, ist eigentlich voll egal, was für eins. Und die normalen Reisflocken von Vayu. Und da mache ich meistens bei diesem Gemisch immer 1 zu 3,5. Keine 4, das ist mir zu viel Wasser, aber auch keine 3, das ist mir zu wenig. Und dann mache ich da direkt mein Eiweißpulver rein. Und wenn man Isolat in Reisflocken macht, wird es immer unheimlich flüssig. Und dann wird es kurz in die Mikrowelle gestellt, kurz umgerührt. So maximal eine Minute bis eineinhalb, je nach Menge. Und dann mache ich meine Beeren darüber und wenn das dann abkühlt, dann ist es wirklich von der Konsistenz her echt angenehm zu essen. Also auf keinen Fall mehr flüssig. Also wenn ihr eure Reisflocken macht und euer Protein reinmacht, das erstmal eine Minute Stopp umrühren, in die Mikrowelle tun, dann vielleicht nochmal eine halbe, dann habt ihr auch ja, mehr Spaß an eurem Isolat, Whey-Protein, Reisflocken, Porridge, weil ich finde so Suppe, ich glaube, da kriege ich schon die Krise, wenn ich nach dem Training dann irgendwie so eine Suppe mit bisschen Obst löffeln müsste. Also hier einmal die Konsistenz. Ist richtig flüssig. Und ich zeige euch das dann gleich nochmal, wenn das in der Mikrowelle war. So, jetzt ist das hier so ein bisschen kuchenmäßig. Kann man ja jetzt so lassen, aber ich mag das eher, wenn man das Ganze dann so vermischt und das Flüssige wieder mit dem Bröckligen verrührt. Und dann lasse ich das so lange drinnen, bis es immer noch so ein bisschen schlotzig ist, weil wenn das dann noch mal ein bisschen nachzieht, dann hat es die perfekte Konsistenz. Ich habe gestern Urs sein YouTube-Video geschaut und der macht immer, wenn er das macht, den Deckel drauf. Habe ich jetzt auch mal gemacht. Es war jetzt eine Minute, dann habe ich es umgerührt und nochmal 20 Sekunden. Und das ist genau meine Konsistenz. Da mache ich jetzt noch Beeren drauf und dann ist das ready für später. Good morning in the morning. Nicht wundern, ich bin ein bisschen rot, beziehungsweise sieht man das? Ich war gestern wieder beim Microneedling. Ich mache das alle ja spätestens 6 Wochen, weil ich ja schon seit Pubertät an Probleme mit meiner Haut hatte. Und seitdem ich das mache, wird mein Hautbild halt einfach besser. Aber ich muss halt einfach dranbleiben. Und je nachdem, wie viel Stress, Körperfettanteil und Krisen ich gerade durchlebe, sprießt es dann ab und zu mal. Und beziehungsweise die Poren ist bei mir das Problem. Die werden größer. Und umso größer die werden, umso leichter bekomme ich dann irgendwelche Pickelchen. Also nicht wundern. Ich richte gerade mein Pre-Workout her und heute Motto des Tages: Ahoi auf die Stimulantien. Stimulantie 1 ist Kaffee Nummer 4. Stimulantie 2 ist der, wie heißt der? Nootropic. Beta-Alanin Zyklon 22 Gramm. Und Stimulantie Nummer 3 piept jetzt gerade hier in der Mikrowelle und zwar ist das mein dritter Meta-Tee. Ja, also nicht nachmachen, Empfehlung für so viel Koffein oder viel Koffein ist definitiv jetzt hier keine Anleitung, sondern es ist jetzt gerade einfach notwendig. Wir haben Entladetag Nummer 3. Wir haben heute ein Rückentraining, das ist schon das zweite Rückentraining für die Woche. Wir haben heute Donnerstag. Zwei Mahlzeiten sind schon verputzt und die nächste gibt es dann erst nach dem Training wieder. Wir haben jetzt 12 Uhr gleich
und freue mich auf jeden Fall an sich immer aufs Training. Es ist nur ja in den Phasen so, wenn man auch sagt, okay, ich habe jetzt wenig Essen oder wenig Kohlenhydrate, dass das Reinkommen immer ein bisschen schwierig ist, aber wenn man dann mal drinnen ist, dann läuft es meistens ganz gut, weil letztendlich lieben wir alle das Training und es ist immer beeindruckend, wie man am Ende von einer Prep sich so ins Training schleppt und sich so denkt, ja, das Training war schon mal geiler, ich hoffe, das wird irgendwann wieder so, oder wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man ja so richtig heiß aufs Training ist und dann auch wirklich so richtig, richtig Dampf hat. Und wenn man dann wieder in der Situation ist und mal ein paar Wochen mehr Essen hatte, dann kommt es wieder zurück. Und dann denkt man sich so, ja krass, ich habe den ganzen Tag total viel Energie und kann einfach wieder mehr so fröhlich, frisch und frech sein wie immer. Aktuell ist der Akku halt einfach leerer. Wir leben von den Reserven, was ja auch das Ziel ist. Die Beine waren heute schon viel, viel freier. Das Volumen geht langsam raus. Also so wie wir jetzt in dem letzten Video waren oder aussehen, wollen wir auf keinen Fall auf der Bühne stehen. Es sieht zwar schön aus und ich würde mich auch so wohlfühlen, aber für die Bühne ist es absolut nicht das Richtige. Deswegen war ich heute früh sehr amused über einen Gewichtsdrop von 600 Gramm waren es, glaube ich. Aber klar, kein Wunder, ich trinke mehr, mein Salz bleibt gleich und meine Kohlenhydrate sind runter. Deswegen ganz logisch, ist auch ganz normal, wenn man sagt, hey, ich will abnehmen, ich reduziere meine Kohlenhydrate und merkt dann, oh scheiße, so halte ich das gar nicht durch oder ich habe keine Energie mehr. Und man geht dann wieder auf ein normales Pensum zurück, dass man dann wieder schwerer wird. Aber nicht an Fett, sondern einfach an Wasser von den Glykogenen, die sich dann natürlich wieder mit den Natrium und Elektrolyten und so weiter verbinden und dann natürlich auch wieder im Körper gespeichert werden. Deswegen keine Empfehlung für dauerhafte Low Carb, Low Fat oder sonst was Ernährung, genauso wie keine Empfehlung für dauerhafte High Protein Ernährung. Wie gesagt, meine Message ist immer, von allem ein bisschen eine Konstante, eine Balance zu schaffen. Und genauso kommt ihr langfristig an euer Ziel. Denkt immer daran, wenn ihr jetzt zum Beispiel 10, 15 Kilo zu viel habt, das kam nicht über Nacht, das kam nicht innerhalb von 1, 2, 3 Monaten, ein halbes Jahr, sondern über Jahre. Und viele erwarten dann halt einfach immer, dass es schnell weggeht. Aber was auch schnell passiert oder schnell an Gewicht verloren wird, kommt leider meistens danach auch wieder drauf. Ein Highlight des Tages, um noch was Schönes zu nennen, war, oder ich liebe es, wenn wir neue Klienten haben und ich die Pläne dann fertig gemacht habe und die rausschicke. Das macht einen immer irgendwie so happy, weil man weiß, jetzt beginnt die Reise von jemand Neuen und mit jemand Neuen. Und dann sieht man halt auch schon, oder bei vielen, hey, wer will es wirklich und wer zieht es dann durch? Ja, und darauf freue ich mich auch immer, wenn ich neue Klienten aufnehme. Für die Leute, die auch wegen Coaching-Anfragen immer wieder schreiben oder sich interessieren, wir nehmen noch aktuell Coaching-Klienten auf. Also Anfragen gerne noch bis Anfang Dezember. Das sind ungefähr so 2 Wochen. Dann werden wir erstmal so einen kleinen Cut reinmachen. Könnt natürlich weiterhin anfragen, aber dann werden die Plätze erst wieder ab Januar vergeben. Also wer noch über Weihnachten ein bisschen Struktur und einen Fahrplan möchte und also ein Coaching anfangen möchte, dann ist der beste Zeitpunkt, sich jetzt noch bei uns zu melden. Wie immer, unten in der Beschreibung oder auf jennifer.com, da findet ihr so ein Formular. Da, wenn ihr alles eingibt, seht ihr schon mal oder sehe ich schon mal einfach ein bisschen mehr von euch, von dir. Und da könnt ihr noch aktuell anfragen. So. Ich hole jetzt meine Stimulanz hier aus der Mikrowelle, die andere steht vor mir, kipp mir das rein und dann wird erstmal für diese Woche das letzte Mal ordentlich der Rücken durchblutet. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Freitag. Happy Friday. Wir haben 28 Tage bis zum Olympia und ich stehe vor einem ganz tollen Gerät. Nein, es ist nicht meine Actifry, weil die steht da hinten, sondern es ist Mr. Reiskocher. Wir haben gestern Abend noch einen Formcheck gemacht und ich habe heute erlaubt bekommen, wieder ein paar Kohlenhydrate zu essen. Das heißt, es gibt 4 Mahlzeiten mit Kohlenhydraten und der Rest, ja, angepasst, Eiweiß ein bisschen reduziert, Fette ganz normal.
Das heißt, ich mache mir heute auf jeden Fall zweimal richtigen Reis, weil ich liebe einfach gekochten Reis. Und zweimal mache ich mir einen Reispudding. Lotti schmatzt im Hintergrund. Die durfte schon vor mir essen. Ich bereite jetzt noch ein bisschen was vor, mache da mein Frühstück, mache mir noch einen Kaffee. Gassi waren wir schon. Und dann geht es auf in den ersten kleinen Ladetag. Vielleicht ganz kurz noch zu sagen, also mein Gewicht ist jetzt im Vergleich zum Anfang der Woche gestern ja gefallen. Und aufgrund dessen, dass man ja auch mehr trinkt, salzt, beziehungsweise ein bisschen mehr trinkt, salzt ist eigentlich relativ gleich wie immer, war es heute so, dass es wieder mehr war. Woher kommt es jetzt? Beziehungsweise, was ist da jetzt falsch gelaufen oder was ist eben nicht falsch gelaufen? In einer normalen Peak Week hört man auf, ungefähr 7 bis 10 Tage vorher Beine zu trainieren. Das heißt, die Beine regenerieren das Wasser, was sich auch vielleicht von dem Muskelkater abgebildet, also angesammelt hat, wird ausgeschwemmt. Und ich habe natürlich jetzt keine richtige Peak Week. Das heißt, für mich stand vorgestern ja ein Quadrizeps-Beintraining an. Bei mir ist es immer so, könnt mir mal gerne berichten, wie es bei euch ist, mein Muskelkater oder der Gewichtsanstieg von einem Beintraining bei mir kommt immer erst am zweiten Tag. So ist es auch heute, deswegen heute ein bisschen schwerer, gar kein Drama, weil warum soll ich mich wegen der Waage stressen? Die Form ist fast fertig, das Gewicht ist im Grunde egal, weil wir haben kein Limit, in das wir rein müssen. Der Druck ist überhaupt nicht da. Und wir testen es gerade und der Körper ist jedes Mal anders. Und es ist einfach beeindruckend zu sehen, dass es auch Typen gibt. Also wir sehen das ja im Coaching immer ganz oft. Die peakst du und die werden immer leichter. Also das Volumen zieht sich brutal raus, sobald du denen ein bisschen Essen nimmst. Und dann gibt es so das Kaliber wie mich. Die peakt man und der Körper sagt, oh geil, mehr Eiweiß. Boah, wow, geil. Keine Ahnung, mehr Salz. Ich speichere und nutze es. Jetzt kann man das kleinere Übel wählen. Entweder man ist eher der Typ, der sich vielleicht auch ein bisschen einfacher mit dem Diäten tut oder mit dem Gewicht verlieren, aber dafür halt sich schwer tut, Masse aufzubauen. Und dann gibt es halt den Typen wie mich zum Beispiel, der sich einfach tut, Masse aufzubauen. Masse ist nicht nur Muskulatur gemeint, sondern auch Masse. Und da in der Hinsicht muss man vielleicht ja das kleinere Übel wählen oder mit dem leben, das man halt so in die Wiege bekommen hat. Das ist genauso wie mit den Haaren. Blödes Beispiel. Jeder, der Locken hat, möchte gerne irgendwann mal glatte Haare und jeder, der glatte Haare hat, hätte gerne Locken. Hätte Fahrradkette. Ich mache mir jetzt einen Reis, mache mir mein Frühstück und dann zeige ich euch später vielleicht nochmal, wie mein Ladereis und mein Ladereispudding aussieht. Und du? Bist du satt? Ja? Holla, holla! Ich habe gesagt, ich melde mich wieder, wenn ich vor meiner ersten Reismahlzeit stehe, beziehungsweise ich packe sie mir gerade ein, weil es geht jetzt ins Training. Und hier sind Reisflocken mit Isolat, da kommen jetzt ein paar Beeren drauf. Nochmal vielen Dank an den Urs. Ich teste heute die Miracle Wear Tupperdosen und die haben eine richtig geile Größe, weil die sind ein bisschen kleiner als meine und ich mag das gern, wenn die Dose mit dem Essen drinnen nicht zu leer aussieht. Portionen werden kleiner, müssen die Dosen also sozusagen mitziehen. Ich gehe jetzt ins Schultertraining. Das ist das letzte Training für die Woche. Dann mache ich 2 Tage am Stück komplett Rest Day. Darauf freue ich mich sehr. Und am Sonntag haben wir 2 große Gründe zu feiern. Und deswegen gibt es bei uns am Sonntag auch ausnahmsweise einen 2. kompletten Rest Day. Hochzeitstag und Daniels Geburtstag. Deswegen jetzt nochmal alles geben, sich die Kohlenhydrate für den Tag verdienen und noch einen Kaffee trinken. Ich muss euch noch was zeigen. Und zwar habe ich gerade ein kleines Paket bekommen, wo 2 ganz liebe Coaching-Kunden von uns, Helen und Christoph, haben ein Paket geschickt zum Durchhalten der Olympia-Prep. Und zwar, die haben das wahrscheinlich gerochen, dass ich Adventskalender liebe und ich habe jedes Jahr eigentlich einen Tee-Adventskalender und dieses Jahr hatte ich noch keinen. Ich habe schon einen ganz tollen bekommen von meinem Mann, von Rituals, aber ein Tee-Adventskalender, das ist irgendwie, keine Ahnung, so was Kleines, worüber man sich jeden Tag freut. Und Socken, und zwar solche habe ich noch nicht
Die sind richtig geil. Und die fühlen sich auch echt richtig gut an, vor allem ein bisschen dicker für den Winter. Cooli, cooli, freue ich mich. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt kann ich noch ein bisschen positiver in das letzte Training starten. Wir haben das Training beendet. Ich stehe jetzt hier im Kursraum des Panther Gyms und habe mich einmal hübsch gemacht für euch und unter meinem Kopf und möchte euch jetzt zeigen, wie das Ganze. Ihr habt das alte Video gesehen, ich werde es euch da oben nochmal verlinken. Das letzte Video mit dem Form-Posing vor der Peak Week. Und jetzt seht ihr einmal sozusagen das Gleiche von meinem Figur-Posing. Komplett nach dem fast vierten Tag Low Carb. Einen wunderschönen guten Morgen und wir haben schon den Abschluss dieses Videos und für alle, die jetzt gerade dran geblieben sind und eifrig das Video geschaut haben und sich auf den nächsten Teil freuen, weil wir fahren jetzt gleich auf die Bayerische Meisterschaft, wo wir euch wieder ein bisschen versuchen mitzunehmen, haben wir News. Und zwar gestern haben wir ganz offiziell unseren ZNT Rice Pudding bestellt. Wie der wird, von der Konsistenz, wie auch immer, welche Größe, welches Design, Rezeptideen und so weiter. Alles Step by Step. Ihr könnt euch freuen. Da werden sehr viele coole Dinge kommen, die ihr in euren Alltag, in eurer Meal Prep integrieren könnt. Und wir freuen uns auf alles. Sagt mir Bescheid, ob ihr Rice Pudding benutzt, generell, oder welchen ihr denn aktuell feiert und benutzt. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns aus diesem Vlog. Bis zum nächsten Mal. Gleich geht's weiter. Das seht ihr dann im nächsten Teil. Wie immer unter team-zinat.shop mit dem Code Jenny für den besten Preis. Und ansonsten vielen Dank für den Support. Vielen Dank für euer Vertrauen in uns, in ZNT. Wir wachsen zusammen und freuen uns vor allem jetzt auf das neue Jahr, weil das wird nochmal das Ganze sowas von toppen.